herzlich willkommen zu meinem Hexen-Einmaleins im Monat November. Ja, wie im letzten Jahr schon erzählt, ist der November einer der dunkelsten Monate. Vor allen Dingen für die Menschen, die eben nicht in der Stadt wohnen. Der moderne Mensch, dem ist es gar nicht mehr bewusst, wie dunkel der November eigentlich ist. Wir werden ja überall bestrahlt von Licht und auch der Straßenlaternen, die halt beständig uns den Weg leuchten. Nur die Menschen, die auf den Dörfern leben oder gerade hier an der Küste, außerhalb der Städte, denen ist noch der lange Winter und auch die dunkle Zeit sehr bewusst. Der November ist traditionell seit Urzeiten der Zeit der Ahnen, der Ahnenkulte und auch des Totengedenkens. Und heute möchte ich euch traditionell im November einmal das Räuchern näher bringen. Das Räuchern nicht mit Fisch oder Fleisch, also auch das ist natürlich uralt und lief parallel zu dem Räuchern, das ich euch heute vorstelle. Das Räuchern heißt das Verbrennen von Kräutern, Pflanzen und Harzen, was eine sakrale Wirkung hat und was eigentlich eine ganz, ganz uralte Tradition ist, aber leider schon im letzten Jahrhundert sehr vergessen worden ist. Das Räuchern ist etwas, was aus der Steinzeit kommt oder sogar noch viel, viel älter ist. Und damals am Feuer hat man wahrscheinlich irgendwann bemerkt, als man Harze oder auch Pflanzenteile in die glühenden Kohlen schmiss, dass sich die Raumatmosphäre änderte und dass auch der Mensch sich dadurch anders fühlte. Wohler, zentrierter, meditativer. Und so entdeckten halt die Urschamanen und Schamaninnen auf der ganzen Welt das Räuchern für ihre heiligen Zwecke. Noch heute ist es traditionell in allen Urvölkern und Naturvölkern bekannt. Wir kennen es mehr aus der katholischen Kirche als sakrale Handlung. Und dennoch ist es viel, viel älter als eben halt das Christentum überhaupt. Es geht auch um die ganze Welt, ob man es in Japan findet, in Nord- und Südamerika, auf dem europäischen Kontinent, wie auch in Nepal, im Himalaya. Überall finden wir die unterschiedlichsten Räucherwerke und Räuchertraditionen. Räuchern wird traditionell zur Heilung verwendet, bei Heilritualen, aber auch zur Raumreinigung und auch, dass wir uns einfach besser fühlen. In vielen Gegenden im Bayerischen Wald wird das Räuchern traditionell auch nach wie vor gehandhabt. Das heißt, zu dem 6. Januar, dem Ende der rauen Nächte, Heilige Drei Könige eher bekannt, es waren ja Weise aus dem Morgenland, die dem Jesus Weihrauch und Myrrhe darbrachten. Auch da haben wir das wieder in der christlichen Tradition. Weihrauch, das Harz und auch Myrrhe, ein Harz, traditionell zum Verräuchern gedacht, wurde sehr gehandelt und war mit Gold eigentlich nicht aufzuwiegen. Seit Jahrtausenden gibt es Weihrauchstraßen und auch Räucherwerk wurde gehandelt und teuer bezahlt und auch getauscht. Ja, und wie gesagt, es ist ein Ursprung irgendwann mal in der Steinzeit am Feuer und es wurde dann halt um die Welt verteilt mit den unterschiedlichsten Variationen. Unsere europäischen Schamanen bemerkten relativ schnell die Wirkungsweise und die Unterschiedlichkeiten der verschiedenen Räucherwerke. Das heißt, man verbrannte traditionell auf Kohle, beispielsweise den Fliegenpilz oder auch den Stechapfel, der dann halt die Seele, die schamanische, beim wahrsten Sinne des Wortes zum Fliegen brachte. Ja? Also man flog zu den Geistern und zu den Ahnen, um dann eben halt die Botschaft zu erhalten, die Heilbotschaft vielleicht für einen anderen Menschen oder auch die Botschaft der Sippe. Traditionell europäisch ist auch das Fichtenharz oder auch Kiefernharz, was anstatt eben des etwas moderneren Weihrauchs verräuchert wurde und auch immer noch auf Kohle verräuchert wird, als sakrale Handlung, als Heiligtum, als Botschaft an das Göttliche wurde es verräuchert
und es klärte das Raumklima. Das heißt, wenn Menschen krank waren oder auch heute noch krank sind, wird Fichtenharz geräuchert oder auch Kiefernharz. Die ersten nachweisbaren Salben waren halt auch aus Harzen gemacht. Sie sind halt antibakteriell als Salbe, wie aber auch für den Raum. Heute haben wir das Räuchern glücklicherweise wieder für uns entdeckt, seit einigen Jahrzehnten wieder, in Form von den unterschiedlichsten Sachen. Manche von uns kennen ja noch aus den 80er Jahren die Teezeremonie mit Räucherstäbchen, wahlweise Patchouli war es, also grottig finde ich heute. Aber Räucherstäbchen sind eben halt aus dem Japanischen nicht wegzudenken als Opfergabe. An Tempeln brennen sie, auch im Buddhistischen kennt man sie. Und wir in Europa kennen sie so, wie gesagt, aus den 70er und 80er Jahren. Angesteckt an einer Kerzenflamme geben sie ihre Düfte in die Luft. Und zur Aromatherapie sind sie natürlich auch nicht wegzudenken. Und da ist es halt auch heute noch so, dass geräuchert wird in Heilritualen, bei Reiki-Behandlungen, bei Massagen. Auch unsere Hebammen kennen das Räuchern oder haben es wieder entdeckt. Es ist leider in den 70er Jahren ein wenig verloren gegangen und doch findet man eben noch Räuchermischungen in der roten Ärzteliste bis in die 70er Jahre hinein. Heute sind sie nicht mehr drin. Beifuß ist eine der Pflanzen, die von den Hebammen verbrannt worden sind. Wenn die Geburt stagnierte und das Kind halt nicht kommen wollte, wurde Beifuß traditionell bei der Gebärenden geräuchert im Unterleibsbereich, um das Kind zu locken. Und auch heute noch kennt man Beifußräucherwerk bei Behandlungen, bei den Moxa-Behandlungen bei Mensch und Tier. Das heißt, bei Akupunktur wird Beifuß verwendet und auch verräuchert. Also da sind wir wieder in der anderen Tradition, einer uralten chinesischen Tradition. Ja, das Räuchern. Das Räuchern ist etwas, was auch der moderne Mensch wieder für sich entdeckt. Wunderbar und ganz, ganz toll. Heute wird es in Form von Räucherkohle angeboten. Die Räucherkohle ist etwas, was schnell glüht und eben halt meist an der Kerzenflamme entzündet wird. Die ist heutzutage Salpeter getränkt, das heißt, damit sie halt schnell eine starke Glut entfacht, wird sie halt an der Flamme entzündet. Man kann es auch sehen, also sie fängt dann auch an, ein wenig zu knistern und auch ein bisschen Funken zu sprühen. Und dann wird sie in einem feuerfesten Gefäß, wahlweise mit Sand, hineingestellt. Und dann muss man warten, bis sie halt weiß durchglüht. Wir kennen es von der normalen Kohle zum Grillen natürlich auch. Und dann wartet man ein paar Minuten, dass sie weiß wird. Und dann kann man eben halt das Räucherwerk auf die Kohle geben, was wir gleich natürlich sehen werden. Aber da muss ein bisschen Zeit vergehen. Das Räuchern kommt aus der Steinzeit und früher gab es so etwas Modernes wie diese Räucherkohle natürlich nicht. Bei unseren Vorfahren wurde der Zunderschwamm verwendet. Der Zunderschwamm oder auch Porling genannt, den schon Ötzi mit in der Tasche hatte, ist bei uns in der gängigen Sprache noch sehr lebendig. Zunder geben, gib Zunder, ja? Zundholz, Zundhölzchen kommt vom Zunderschwamm. Der ist ein Pilz, ein Baumpilz, der traditionell an der Birke wächst und an verschiedenen anderen Bäumen, der dann halt aufgespalten worden ist und der brennt wie Zunder. Ja? Und der dann als Kohle verwendet worden ist und auf ihm wurde dann eben das Harz oder auch das Kräuterräucherwerk eben aufgelegt und verbrannt. Der Zunderschwamm selbst ist auch für Heilrituale verwendet worden, als Blutstiller beispielsweise auch. Heutzutage haben wir es ein bisschen einfacher. Ja, unsere Vorfahren haben auch in Form von Kräuterbuschen eben halt Kräuter verräuchert. Es wurden halt, wie jetzt hier im Amerikanischen, bei den Natives, bei den Indianern, wurden Kräuter zusammengebunden und dann eben halt in einer Kerzenflamme gehalten. Es waren meistens Kräuter, die eben halt von selber weiterglühten. Sie wurden halt in eine Kerzenflamme gehalten und man sieht es auch schon, sie glühen. Und dann wurde der Rauch halt im Raum, im Tipi oder im Haus
in der Sippenhütte verbreitet. Und somit wurden halt Krankheitskeime oder eine gewisse Unruhe bei den Menschen, Ärgernisse und so weiter quasi verbannt mit dem Rauch. Jeder kennt es ja auch. Also es ändert auch das morphische Feld, nennt man das so, also die Energien im Raum. Jeder kennt diese Energien, wenn man in einen Raum kommt und ein Streit da war, ohne dass wir es wissen, dass sich Menschen gestritten haben. Man kennt es in Form von dicker Luft, ja? Oder eben halt, dass da so etwas wie eine Spannung entstanden ist. Wir brauchen das gar nicht wissen, wir merken das. Und das ist halt etwas, was das auflöst. Also diese Schwingungen. Und natürlich entspannt es auch ganz, ganz stark, ja? Ich gucke mal, was die Kohle jetzt hier macht. Sie ist also schon ein bisschen weiß. Ich gebe das nochmal ein bisschen in die Flamme, damit es nicht arg so lange dauert hier. Und ja, in Form von diesem weißen Salbei, der bei den Indianern eine sehr heilige Pflanze ist, wurde bei den Indianern so etwas getan, also geräuchert. Oder auch mit einem bestimmten Gras, das hier Mariengras heißt oder auch Süßgras. Wurde auch hierzulande beispielsweise das Gras gesammelt auf dem Feld und zu einem Zopf geflochten und dann auch verräuchert, wie auch in Nord- und Südamerika. Finden wir diese Tradition, den mache ich natürlich jetzt nicht an. In Nepal beispielsweise im Himalaya gibt es so etwas wieder in Form von Räucherzöpfen, auch sehr ähnlich, aber dann etwas kleiner, die dann auch ganz einfach angezündet werden, ohne jegliches Hilfswerk und dann einfach ja, in einen Topf gelegt werden im Sand und dann weiter eben Rauch im Raum verteilen. Oder auch bei den Menschen beispielsweise im Energiefeld des Menschen für Reinigungs- und Heilungsrituale verwandt werden oder verwendet werden. Ja, ich lege die Kohle jetzt einfach mal hin mit der Zange. Die ist zwar noch nicht ganz durch, aber es ist nicht ganz so tragisch. Viele kennen den Weihrauch, der kam ja erst im späten Mittelalter zu uns, wurde wirklich eben halt sehr, sehr teuer bezahlt und gehandelt. Manche haben ja auch eine schlechtere Erfahrung von Kirchgängen. Ich bin da sehr neutral, weil Weihrauch ist ein Harz, ein Baumharz, das es in unterschiedlichsten Varianten gibt, aus den unterschiedlichsten Bereichen Ägyptens beispielsweise, Marokko, wo auch immer. Und Weihrauch oder auch Myrrhe beispielsweise wurde dann in dieser Form dann auf die Kohle gelegt, auf die Räucherkohle und wurde dann halt quasi verräuchert. Leider gibt es noch kein Duftfernsehen, sonst wären sie jetzt eingenebelt und ja, von Düften umgeben sozusagen. Den Fliegenpilz und den Stechapfel zu verräuchern, das wollen wir jetzt hier dem Kamerateam nicht unbedingt zumuten, sonst fliegen die gleich zurück. Ja, die moderne Variation und die nicht so rauchhaltige, obwohl der Rauch eine sakrale Handlung beinhaltet, mit dem Rauch gab man halt die Botschaften nach oben, das Gebet beispielsweise, die Bitte, die Opfergabe. Mit dem Rauch reinigte man auch. Aber das moderne und die ganz moderne Variante heutzutage ist das Räucherstöfchen. Das heißt, da gibt man eine Räuchermischung drauf aus den unterschiedlichsten Harzen oder auch Kräutern. Auf das Stöfchen ein kleines bisschen, dann ist die Rauchentwicklung da nicht mehr so stark, aber der Geruch kommt dann halt sehr stark zutage. Es ist halt für die Aromatherapie, für den Hausgebrauch eine sehr schöne, wohlige Sache. Und auch gerade jetzt in der Zeit des Novembers, wo wir alle mit der Dunkelheit irgendwo zu kämpfen haben, zum Teil auch mit der Dunkelheit in uns. Das heißt, es ist der Monat, wo halt auch wieder viele Depressionen da sind, wo uns das Sonnenlicht fehlt, kann man halt mit dem Räuchern wieder ein bisschen nachhelfen, das Sonnenlicht wieder zu erlangen, weil Harze oder auch verschiedene andere Pflanzen beinhalten dieses Licht in Form eben halt des Duftes und der verschiedenen Substanzen und können da ein bisschen uns halt ein frohes und fröhliches und auch ein sehr sinnliches Gemüt machen. Ja, also das Räuchern wird auch gerne mit verteilt dann mit verschiedenen beispielsweise Federn, die auch in dem Indianischen wie auch in dem Altkeltogermanischen immer auch mythologische ja, Geschichte beinhalten. Jeder Vogel hatte da so seine bestimmte Energie.
Ja, also wenn ihr da mehr wissen wollt über das Räuchern und um dieses unglaubliche Ritual, was es da auch so gibt und die verschiedenen Substanzen und Inhaltsstoffe, kann ich euch echt nur empfehlen, es selber mal auszuprobieren oder eben halt bei mir mal ein Seminar zu besuchen, was das angeht. Aber ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht und über das Räuchern, vor allen Dingen auch den Rauch einfach mal auf sich wirken zu lassen, zur Ruhe zu kommen, sich einzulassen auf diese Magie des Räucherns. Gerade in der heute hektischen Zeit, da ist der November ideal. Zieht euch zurück, versucht es mal und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne zum Hexenhof kommen oder mich kontaktieren. Somit entlasse ich euch mal in den dunklen Monat November und wünsche euch eine schöne Herbstzeit und wir sehen uns dann im Dezember wieder. Bleibt verzaubert!